Begrüße Sie recht herzlich bei damals und begrüße bei uns im Studio Karl Hofer, Professor Karl Hofer. Geboren am 22. November im Jahre 1929, also im 90. Kratzt am 90er. So alt muss man mal werden und vor allen Dingen so muss man mal ausschauen in dem Alter noch. Ja, ja. Also Kompliment, Karl Hofer. Man tut, was man kann. Außerdem braucht man eine junge Frau, die einen ein bisschen nach Vordermann bringt. Gibt es die Geschichte, wie sind Sie so alt geworden? Sagt er, das kann ich nicht sagen, ich bin in Verhandlung mit einem Vitaminepräparaterzeuger und mit einem Haferflockenmacher. Also. Wenn du es nutzt, schaden kann es nicht. Geboren in Neustift, also heute Forchtenstein. Ja. Wie kann man sich die Zeit Ihrer Jugend in Neustift vorstellen? Fürchterlich. Am Fuße der Burg. Du musst dir vorstellen, auf der Rosalia, das war für Ungarn der letzte Schmarrn, den es überhaupt gibt. Rosalia hat weder gehabt Wasser, noch Strom, noch sonst, noch auch keine Straße. Der erste Autobus ist 1936 hinaufgekommen. Vorher war keine Straße. Konntest du die Rosalia nur mit Pferdefuhrwerken erreichen. Also es war eine Zeit, man kann sich das heute... Also wenn ich meinen Kindern das heute erzähle, glauben sie, ich spreche von einer Zeit vor 200 Jahren. Aber als Kinder habt ihr, nehme ich an, in der Burg gespielt, oder? Wir sind aufgewachsen wie die Bäume im Wald. Also es war trotzdem eine schöne Jugend. Man kann das nicht heruntermachen. Ich erinnere mich übrigens noch an den ersten Radioapparat, den wir gehabt haben, ohne Strom, mit Akku. Mein Vater hat eine Riesenantenne im Garten von einem Baum zum anderen gespannt. Durch das Fenster ist dann diese Strippe hineingegangen und dann haben wir den Volksempfänger gehabt mit Akku auf der Rosalia. Ja, aber das war damals was. Ja, das war was, natürlich. Da ist man dann noch zu den Leuten Radio hören gegangen. Ja, ja, da war, wie sagt man das, die Medien überhaupt etwas Neues für uns überhaupt. Man kann sich das alles nicht vorstellen. Ja. Wir haben eine einzige Zeitung gehabt bei uns im Haus und das war der Blaue Montag. Den haben wir deswegen gehabt, weil ein Fortsetzungsroman für meine Mutter da drin war. Das war die einzige. Und die Rolf-Doring-Heft haben wir uns gekauft. Kann ich mich erinnern? Rolf-Doring, Rolf Faber und der farbige, der große, starke Bongo oder wie der genau, heißt. Genau, ja, genau. Also das war die Literatur, die wir damals... Schundheftel, haben wir gesagt. Schundheftel. Das ist heute, die Schundheftel sind übrigens heute die Dinge im Fernsehen. Diese verschiedenen Reihen etc., das sind die heutigen Schundheftel. Game of Thrones oder wie man sie auch heißen. Ja. Schundheftel haben wir natürlich geheim lesen müssen. Die waren ohne Erlaubnis. Ich habe bei meiner Tante in Forchtenau diese Heftel gelesen bei Kerzenschein. Und einmal ist die Tante gekommen und hat gesagt, ich soll nicht so viel lesen, denn die Kerzen kosten auch etwas. Man soll sich das einmal vorstellen. Wie sich die Zeiten geändert haben. Sie sind auf jeden Fall Lehrer geworden. Richtig, ja. Sie sind Publizist, Redakteur, Schauspieler. Sie haben ja auch unterrichtet, Sprache. Ja, richtig. Das heißt, das mit der Schauspielerei, hat das ein bisschen was damit zu tun, dass die Burg Forchtenstein irgendwann einmal, ja, wenn man so will, das Zentrum des Schauspiels im Burgenland war, dass dort die Grillparzer Festspiele waren? Also das hat mit meiner Schauspielkarriere nicht zu tun, eher mit meiner literarischen Karriere, denn ich habe einmal ein Burgspiel geschrieben, das nicht aufgeführt worden ist, weil es 3 Stunden gedauert hätte oder 4 Stunden. Das hat geheißen Der Narr von Forchtenstein. Denn es gibt auf der Burg ein Bild, da ist ein Narr abgebildet und nachdem habe ich dieses Stück geschrieben. Können Sie sich noch ein bisschen so an die Grillparzer Zeit erinnern? Da ja, war eine tolle Sache. Nebenbei war ja dieses Grillparzer Forum auf der Burg. Nicht? Also zu den Aufführungen hat es nebenbei diese wissenschaftliche Aufarbeitung aller Grillparzer Dramen gegeben. Das war eine hohe Zeit für Forchtenstein. Mhm. Aber ich erinnere mich genau an eine Sitzung beim damaligen Kulturreferenten Schipötz,
der gesagt hat, wir hören jetzt auf mit Forchtenstein. Da habe ich gesagt, warum lädst du uns dann eigentlich ein, wenn das sowieso schon ausgemacht ist? Und dann haben sie sich, glaube ich, auf Kobersdorf verlegt. Forchtenstein ist dann, es gab noch so ganz kleine Versuche, später erinnere ich mich, aber der Zug war abgefahren. Also wer wissen will, damals war ja alles, was Rang und Namen hatte, als Schauspieler fast oben in der Burg zu sehen. Brandstall. Also der Häusermatt hat inszeniert. Also es waren wirklich die Größen Österreichs auf Forchtenstein. Also wer in die Guggerutz-Barkede, glaube ich, die gibt es immer noch, findet die. Da hast du alle Bilder. Findet die Bilder der Stars dort noch an der Wand hängen. Ich bin auch in einer kleinen Ecke dort vertreten. Ich auch. Du auch? Na bitte, also beide. Kommen wir zu den Rundfunkjahren. Ich habe also da meine Rundfunkjahre, der Aufbau des ORF-Landesstudios Burgenland, Karl Hofer. Sie haben in den 60er Jahren beim ORF begonnen. Ja, genau. Da gab es im Burgenland. Am Geburtstag meines Sohnes, am 2. Oktober 67, ist meine Frau ins Spital gegangen und ich in den Rundfunk. Okay. Sie sind damals natürlich noch nicht im Burgenland gesessen, da gab es ja nichts. Nicht? Nein, ich habe zu der Zeit übrigens auch in Bergdötzdorf gewohnt, nicht in Burgenland. Da gab es also nichts. Sie haben also mehr oder weniger in einem Niemandsland begonnen. Die Verantwortlichen für das Burgenland waren keine Burgenländer. Das heißt, sie waren... Auch wie wir später begonnen haben, das Studio wirklich aufzubauen, waren ja kaum Burgenländer dabei. Die haben uns alle von Wien geschickt, die es in Wien nicht brauchen haben können. Mhm. Der Bertel Petter. Der Bertel Petter, das war ein Volkskundler. Ja. Der war ja zwei Jahre lang Intendant vom Studio Burgenland. Also ein nicht gewählter, sondern ein eingesetzter, weil der erste Intendant vom Studio Burgenland war der Lassmann. Okay. Und der hat DPC bekommen und hat müssen aufhören. Und dann ist für zwei Jahre Petter. Und das war ein Volkskundler. Und weißt du, was der untersucht hat? Im Burgenland hat er sucht die Paprika- und Pfefferlinie. Und der hat gesagt, im Nordburgenland sind auf den Tischen der Gasthäuser eher Pfefferstreuer und im Südburgenland Paprikastreuer oder umgekehrt. Weil jedenfalls hat er das untersucht. Aber er war kein schlechter Volkskundler. Ich kenne ein Buch von ihm. Also das ist, der war auch ein guter Volkskundler. Er hatte eine Ethnologica, Bannonica, also er hat ja gut gearbeitet, also schon ein gut. Er ein Kärntner. Okay. Bitte, ein Kärntner. Dann kam noch ein Kärntner, nicht? Der Wilner ist ja, glaube ich, auch ein Kärntner. Wilner war auch ein Kärntner, aber sehr lange in Wien gelebt. Okay. Also war noch ein Kärntner-Intendant und dann war er Ruhr, dann war er endlich. Schau, die Intendanten vorher haben überhaupt kein Verlangen gehabt, das Studio Burgenland nach Eisenstadt zu verlegen. Die waren mit Wien verbandelt und da war überhaupt zu dieser Zeit keine Rede davon, dass das irgendwann einmal nach Eisenstadt kommen sollte. Wir haben ja angefangen da in der Berufsschule, haben überhaupt nichts gehabt. Der ganze aktuelle Dienst hat bestanden aus dem Günter Riedl, der als Chefredakteur von Wien gekommen ist, weil er später Intendant werden wollte. Der zweite war der Günther Unger, der Dr. Günther Unger. Der dritte war ich und als freier Mitarbeiter der Rudi Janakowitsch. Das war der ganze aktuelle Dienst. Okay. Und die Lehmacher-Schwestern waren die Sekretärinnen zu der Zeit. Dann kam aber ein Meilenstein mit dem Bau der Expositur. Ne? Ja. Also die Expositur, also Bach hat die Expositur 69 angekündigt, da war er im Landtagssitzungssaal und die entscheidende Aussage damals war, Hauptsitz für das Studio Burgenland ist immer Wien. Man kann sich also vorstellen, wenn Bacher zu dieser Zeit, wo wir das Funkhaus versucht haben zu bekommen, wenn der gewesen wäre, hätten wir nie ein Funkhaus in Eisenstadt bekommen. Das war nur unter dem Dr. Oberhammer möglich. Die Expositur ist aber unter Bacher gebaut worden. Also Expositur unter Bacher gebaut. Er hat zu der Zeit auch gerade die Fernsehregionalisierung vorgestellt in Eisenstadt, wie er diese Expositur angekündigt hat. Und die ist dann ein Jahr später, ich glaube im Oktober
70 ist die eröffnet worden. Es war dann schon natürlich ein, die Expositur war jetzt erstmal natürlich ein Highlight. Ja, natürlich hat man sich gefreut, dass man die hat. Überhaupt nichts anderes vorstellen können zu dieser Zeit. Nichts vorstellen können. Das war die Ultima Ratio für das Burgenland, die Expositur. Modern. Modern, gut ausgestattet, ja. Endlich alle Möglichkeiten, also zu der Zeit noch nicht Fernsehen, aber angekündigt auch so ein Fernsehen, weil da mussten sie ja den, in den früher gebauten Studios im Westen Österreichs, mussten sie ja die Fernsehmöglichkeiten erst schaffen. Wir haben das gleich mitgebaut gehabt, zum Beispiel im Funkhaus dann. In der Expositur hat noch niemand vom Fernsehen geträumt. Wobei natürlich nicht alle da herunten waren. Einige waren in Wien. In Wien gab es die sogenannten Baracken. Die waren ja vis-à-vis von der Kurzwellenbaracke, vis-à-vis vom Funkhaus. Also das war ja immer. Schau, zu dieser Zeit war das so schwierig, weil ja die Hauptmacht des Landesstudios Burgenland war in Wien und der aktuelle Dienst war in Eisenstadt. Dann sind die gekommen. Die Expositur war viel zu klein für alle, zu groß für den aktuellen Dienst, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, sagen wir so. Die Sendungen wurden mehr und mehr, das heißt auch, dass das Land Burgenland hat... Das war der sogenannte innere Aufbau. Ja, ja. Den äußeren Aufbau hat man gesehen, aber den inneren Aufbau, wie der sukzessive geschehen ist, das haben vielleicht einige bemerkt, die sich besonders befasst haben mit uns. Aber es war natürlich dann für die Burgenländer, das war natürlich dann schon wichtig, das Radio Burgenland wurde gehört und aber man darf nicht vergessen, wie wir begonnen haben, konnte das ganze Südburgenland Radio Burgenland nicht hören. Erst wie wir den Sender Hirschenstein gebaut haben, da hat der Kerry gesagt, zum ersten Mal kann man die Sendung des Landeshauptmannes auch im Südburgenland hören. Und dann haben wir auch noch auf den Stratner Kogel auch noch einen Sender für das Südburgenland gebaut. Und dann erst konnte das ganze Burgenland gehört werden. Und wie dann die Fernsehlokalisierung begonnen hat, musste man die Rosalia bauen, den Sender Rosalia. Und trotzdem haben wir die drei Gemeinden jenseits des Leitergebirges, Loreto, Stotzing, Leiter-Brudersdorf, nicht erreicht mit unseren Fernsehsendern. Aber wie dann das Kabelfernsehen gekommen ist. Aber die haben immer, ich kann mich also auch noch ein bisschen daran erinnern, die haben immer gesagt, warum können wir das nicht hören? Wir sind ja auch Burgenländer. Wir sind mit dem damaligen, mit dem damaligen technischen Direktor, das war der Heinz Tucher, mit dem sind wir sogar hingefahren und haben denen das erklärt. Dann, da gibt es in der Nähe so einen kleinen Hügel, da ist ein Kircherl oben, das heißt, glaube ich, Pfefferbüchel oder so ähnlich. Und selbst wenn wir dort einen Sender gebaut hätten, hätten wir wieder nicht alle die drei Gemeinden erreicht. Das war also. Weil wir so schön sagen, die Radiowellen gehen geradeaus, die schmiegen sich nicht an Hügel an und fallen auch nicht in Täler. Der damalige Landeshauptmann, der Kerry, war schon sehr dahinter, dass also das, wenn das endgültige Landesstudio auch gebaut wird. Die Ära Bacher I, wo ist ja dann zu Ende gegangen und dann unter Oberhammer ist es dann gelungen, das richtige Landesstudio, ein also Monsterprojekt für damalige Zeiten. 1974 hat die Ära Oberhammer begonnen und 1977 habe ich dann zum ersten Mal, ich kann das genau sagen, am 29. Juni 1977 war im Kurier drinnen Kriegserklärung vom Burgenland. Weil der Pistor, der damalige Fernsehmann des Kurier, hat mit mir ein Interview gemacht und ich habe gesagt, ohne Landesstudio Burgenland können wir die Sendertrennung Wien, Niederösterreich, Burgenland in Burgenland nicht bewerkstelligen. Dann hat er gesagt, wir gehen ins Kuratorium, hat mich ein bisschen bedroht am Anfang. Und alle in Wien haben gesagt, das ist alles absurd, dass der Wahnsinnige in Eisenstadt ein Studio bauen will, in der Nähe von Wien, wo er alle Möglichkeiten hat, die ganze Technik, alles. Und der Wahnsinnige will im Burgenland ein Studio bauen. Ja, aber andere Länder hatten es auch, also warum soll das wir nicht haben? Ne? Also ich würde mir heute, dass die heutigen Leute im Studio Burgenland ansehen, ohne dieses Funkhaus, die heutigen Möglichkeiten, Fernsehen, Radio, mit einem geteilten Studio,
meiner Meinung nach völlig unmöglich. Und ich erinnere mich ganz gut, Sie wollten ja damals, Oberhammer wollte damals zur Hilfe für das Burgenland, wollte er einen Zubau für die Expositur bauen. Und da waren schon die Pläne fertig, die Professionisten haben schon die Anbote gemacht. Und dann habe ich gesagt, und ich habe mir das durchgelesen und habe wieder gesehen, dass nicht alle Platz hätten im Burgenland. Dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Dann gab es ein Grundstück, dann gab es natürlich auch einen großen Druck von Seiten der Landesregierung. Ich glaube, die ÖVP war eine Zeit lang nicht so unbedingt dafür. Naja, ich bin dann in die Bärmeierstraße gefahren und habe gesagt, wenn ihr mir jetzt nicht helft, bin ich erledigt. Und da hat eben, damals war, glaube ich, ein Sitzungsrat von der SPÖ und die haben den Beschluss gefasst, dass sie ein Funkhaus für Eisenstadt verlangen werden. Und dann ist das Verhältnis schnell gegangen. Oberhammer hat sich zuerst gewehrt und dann, wie er gesehen hat, dass das ganze Burgenland, die ÖVP war ein bisschen gebremst, aber nicht im Burgenland, sondern eher von Wien aus. Weil damals war mein späterer Intendantenkollege von Niederösterreich, der Kurt Bergmann, war ja damals in der Politik und der hat, glaube ich, geschrieben, das ist absurd, dass man im Burgenland da. Und der Zentralbetriebsrat Fiedler hat geschrieben, genau der 15. Monatsgehalt steckt jetzt in Zukunft in Eisenstadt, in dem Funkhaus jetzt haben wir, und so weiter. Also es war... Die haben von Verhöhnung bis, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, es war ein Shitstorm in der Zentrale in Wien am Anfang. Aber das hält man als Kind der Berge aus. Ne? Hält man aus und weißt, was sie noch gesagt haben, das ist eine plumpe Wahlhilfe für den Landeshauptmann Kehry. Also es hat alles gegeben. Alles gegeben. Aber Sie haben das Funkhaus nicht verhindert. Letztendlich ist es gebaut worden und der Bacher hat es mit Stolz eröffnet dann wieder. Ne? Ja, den Spatenstich hat noch der Landeshauptmann Kehry mit den Generalintendanten Oberhammer gemacht. Ja. Aber schon die Dachgleiche hat der Herr Bacher schon gemacht und die Eröffnung sowieso. Ja. Eröffnung war im Juni 82 endlich. Dann stand es, und ich muss sagen, das war sicher etwas, worauf nicht nur die da gearbeitet haben, stolz waren, sondern auch das ganze Burgenland. Das war schon was Besonderes und es wurde auch, glaube ich, von der ersten Sekunde an der Bach angenommen. Hat bei der Eröffnung ein persönliches Erlebnis gesagt und hat gesagt, als ich mit dem Bundeskanzler Sinowatz vor dem fertigen Funkhaus gestanden bin, hat Sinowatz gesagt, ein Außenstehender kann sich das gar nicht vorstellen, was das für das Burgenland bedeutet. Vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen, so ein Haus zu bauen. Hat der Gerd Bacher in seiner Rede bei der Eröffnung des Funkhauses. Jetzt hat man das Haus gehabt und dann musste man natürlich alles zusammenführen. Ich meine, da war natürlich eine Partie in Wien oben. Musst du vorstellen. Also es war natürlich überhaupt eine Mannschaft, die am Anfang bunt zusammengewürfelt war. Ich erinnere dich noch an die Frau Fischer, die damals gekommen ist. Und die Landesintendanten waren natürlich auch alle keine Burgenländer. Und aus dieser Mannschaft eine wirklich... Also ein Team zu machen, das zusammenarbeitet, war am Anfang nicht einfach. Noch dazu, wo man sich die Leute, die aus Wien kamen, überhaupt nicht wünschen konnte. Die sind von oben bestimmt worden, die ins Burgenland gehen. Nur die Technik hat vom Anfang an, das muss man wirklich dem Andreas Sattler sagen, der hat schon Techniker, die er angestellt hat, hat er schon ein Doppeldienst dort gegeben, nämlich Wien und Eisenstadt, weil er gewusst hat, die müssen irgendwann nach Eisenstadt kommen. Also die Technik hat sehr früh das erkannt. Das Programm ist halt immer, also Leute, die halt in Wien überflüssig waren, haben sie halt ins Burgenland geschickt. So war das zu der Zeit. Und du konntest kaum einen Einfluss nehmen. Und als ich zum ersten Mal dem damaligen Zentralbetriebsrat Ducher gesagt hat, den nehme ich nicht, ich weiß gar nicht, wer es war, hat er gesagt, das wirst du noch bereuen. Und diese ganze Funkhausgeschichte war ja eigentlich
kontraproduktiv für mich selber. Denn kaum war das Funkhaus eröffnet, im 82. Jahr haben sie mich schon um einen Kopf kürzer gemacht und ich war schon für 4 Jahre in Wien. Ja. Aber dann wieder zurück. Gott sei Dank wieder zurück. Aber das war auch nur möglich, ein Glücksfall, weil zu der Zeit nicht Bacher Generalintendant war, der dann später wieder gekommen ist, sondern 86 ist Teddy Podgorski Generalintendant geworden. Und das war wieder ein Freund des Burgenlandes, während der Bacher, der große Verdienste um den ORF hat, die kann man nicht schmälern, aber kein Freund des Burgenlandes war. Es ist dann viel Programm gemacht worden, man musste das ja natürlich auch beleben, das Ganze. Ja, ja. Nicht? Wenn da schon ein paar Leute da ist, muss man die auch beschäftigen, richtig, und schauen, richtig, dass die so auch was machen. Es gab viel Kultur. Mehr Kultur als jetzt. Und was mich besonders enttäuscht an der heutigen Situation ist, wir haben in einer Zeit, wo der eiserne Vorhang war, mehr mit den Ungarn und den Slowaken zusammengearbeitet als jetzt. Und das ist wirklich, jetzt haben wir aber noch 2 Redakteurinnen im Studio Burgenland, die ungarisch sprechend sind. Und trotzdem wird kaum etwas gemacht. Es fehlt zum Beispiel ein Magazin, das über die Grenzen geht. Das kleine Burgenland könnte sich mit Ungarn, mit der Slowakei, mit Bratislava, ich habe in Bratislava gemeinsame Sendungen mit Bratislava gemacht. Und jetzt, ich weiß nicht, wieso das so eingeschlafen ist. Aber es gab auch unter Ihrer Ägide auch dann die Kroatisch-Sendung. Man darf ja nicht vergessen, es hat schon eine Zeit gegeben, da kann ich mich erinnern, da haben sie die Leute schon geniert, dass sie Kroaten waren. Richtig. Und die haben also versucht, ihren Namen einzudeutschen versucht. Es war eine Zeit lang besonders, muss man sagen, dass die Sozialdemokraten eher dafür waren, dass man Kroatisch ein bisschen zurückhält. Ich kann mich erinnern an meinen Freund, den Fritzi Robak, Bürgermeister von Steinbrunn, wie er mich immer angerufen hat und gesagt, was brauchst du, Kroatisch-Sendung, die sollen alle Deutsch lernen. Also, wir haben mit den Kroatisch-Sendungen übrigens völlig illegitim begonnen. Erst wie die Kroaten zur Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes gegangen sind, ist der Bacher aufgewacht und hat mich angerufen, was ist da los? Und ich habe gesagt, kümmere dich nicht drum, ich mache das. Und habe dann mit dem Dr. Müller, der war damals der Chef von den burgenländischen Kroaten, ausgemacht, dann, wenn die Studios getrennt sind, weil wir waren ja mit Wien, Niederösterreich und Burgenland in einem Kombinat. Und erst 77 sind diese Studios auseinandergegangen. Und ich habe gesagt, wenn die Burgenländer dann allein sind, dann machen wir kroatische Sendungen. Und unser Versprechen haben wir dann auch gehalten. Und die gibt es bis heute. Vieles gibt es nicht mehr. Einiges gibt es noch. Und das Landesstudio Burgenland wird es noch viele, viele Jahre geben. Und den Karl Hofer hoffentlich auch. Und dann wird's eh. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass Sie gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Ja, ja. Und wie gesagt, ich freue mich für die Einladung und Dankeschön. Viele, viele schöne Jahre und vielleicht gibt es ja noch mal irgendein Erinnerungsbuch. Oder? Ja, es gibt es nicht mehr. Das ist genug. Da steht alles drin, was man wissen will über die Pionierzeit des Landesstudios. Okay, herzlichen Dank, Karl Hofer. Danke fürs Zuschauen.